Hallo und willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Final Fantasy. Ich hoffe, ihr habt meine Level-Videos gesehen. Oder auch nicht. Und ist ja egal. Und ich habe noch natürlich ein bisschen offscreen gelevelt, weil sonst wäre es zu lange gewesen. Und ja. Cool, ne? Das skillen wir jetzt erstmal. Riku, du darfst die erste sein. Ich hoffe, die Spheroidenlangen müssten eigentlich überall 99 haben, außer bei den Kraftsphäroiden. Da haben wir jetzt noch 92. Aber ich hoffe, das reicht. So, jetzt dürfen wir dann gegen Seymour kämpfen. Da sollte man dann schon ordentlich trainieren. Weil der ziemlich fiese Attacken drauf hat. Und weil der, wie ihr wisst, immer sein Hades-Magie einsetzt. Ja, das ist nicht schön. So, Riku. Hierhin. Die bekommt ganz schön viel Geschick dazu. Damit kommt sie öfter zum Zug. Wer es nicht wusste, was es bedeutet, im Kampf, jetzt wisst ihr es. So. Nochmal Geschick. Mein Gott! Um 4. So heavy. Und Walker und Tidus 39. Alter Schwede. So, ich glaube, Walker bekommt jetzt mal deftig Angriffskraft noch dazu. Und eine neue Schwarzmagie. Soup Spirit. Wer nicht weiß, was das ist, das heißt, Walker kann den Gegner MP entziehen. Und Soup Vita entzieht dem Gegner HP eben. So. Und ja, jetzt bekommt ihr Angriffskraft dazu. Um 4. Ja! Ich freue mich für ihn. Ja, HP ist auch immer schön. Zauberabwehr um 4. Da gehen wir natürlich hin. Abwehrkraft auch immer gut. Treffer und nochmal Treffer um 4. Unsere Trefferquote steigt und steigt, wollte ich sagen. Und schon wieder HP. Und da hinten schon wieder. Oh mein Gott! Oh man, immer diese Skillen, das dauert mir immer viel zu lange. So. Trisaster. Jetzt wären wir am Ende von Wakas Sphero-Baum. Ja. Mit einem Level 3 Sphero-Stopp könnten wir da jetzt durch. Haben wir einen? Nein, wir haben keinen. Scheiße. Also müssen wir warten, bis wir einen haben. So, weiter geht es mit Tidus. Auch Angriffskraft, das ist natürlich schön. Oh mein Gott, da ist Angriffskraft eingeschlossen und wir kommen nicht hin. Scheiße! Oh, verdammte Scheiße, du. Immer diese Level 3 Sphäropässe. Ich hasse die Dinger. So, hier wären wir jetzt auch am Ende angelangt. Und wir haben 18 Sphäro-Level und kommen nicht weiter. Das leckt mich.
Und ja, endlich mit Lulu endlich die Zauber der dritten Stufe, Mann. Die Guard-Zauber. Und Tod auch noch. So, jetzt können wir sie endlich alle erlernen. Blitzger, Feuiger, Eisger und Wasger und Hoppy. Ha. Ja, schön. Ein zweites Mal Geburtstag haben, so fühlt sich das an. Und Magie ist immer schön. Jawohl. So, jetzt gehen wir hier mal nach unten. Denn hier gibt's MP. Und wir kommen hier wahrscheinlich ein späteres Mal. Total undeutsch. Wir kommen später mal vorbei, um uns Hades-Magie zu holen. So, jetzt gehen wir hier hoch. Dann war's das für Lulu auch. So, Oren, ohoho. Der kriegt, wie ich schon erkennen kann, wahrscheinlich wieder massig Angriffskraft dazu. So, wir könnten hier oben rein. Was gibt's hier Besonderes? Zombie-Hieb und Magie. Nein. Da verpulvern wir nicht extra hier einen Level 4 Sphärestopp. Sphärepass. Entschuldigung. Naja, weil es eh total sinnlos wäre. Zombie-Hieb brauchen wir jetzt eh nicht. Darum lassen wir es einfach. Und HP auch noch. Jawohl. So muss das sein. Und perfekt. Wir haben kein Sphärosch. Hallo? Kein Sphäro-Level mehr. Und ja. Wir haben noch Yuna, glaube ich. Ja, und das war's. Magie, Magie, Magie. Ich finde das jetzt scheiße, dass wir Kimari nicht mitleveln konnten. Das ist echt scheiße. Jetzt hängt er so nach. Naja, egal. Reflex. Zur Erklärung, Reflex ist ein Zauber. Also zum Beispiel jetzt, ich mache Reflex auf Yuna. Und der Gegner greift uns mit einem beliebigen Zauber an. Außer mit Tod und Gravitas oder so. Zum Beispiel jetzt mit Feuiger oder sowas. Dann tut's den Zauber so zurückhauen. Und der Gegner kriegt den Schaden. Also kriegt den Zauber ab. Ja, ziemlich schön eigentlich. Zum Beispiel bei Gegner, die sich selber heilen. Ist es ja nützlich, weil dann können sie gleich die Gruppenmitglieder heilen. So, Arden hat 4600. Ja, leck mich. Mal kurz abspeichern. 27 Stunden. Oh mein Gott. So. Schauen wir mal kurz. Haben wir immer noch nichts dazu gekriegt. Wir wechseln jetzt mal hier. Und was haben wir denn alles? Wir nehmen mal Angriff plus 5. Dann lassen wir das so. Wundermock. Gibt's nichts Besseres. Und Fata Morgana.
haben wir auch nichts Besseres. Jo. Passt das so, würde ich sagen. Dann seht ihr den Bosskampf im nächsten Teil. Tut mir leid, dass ich jetzt einen Cut mache, aber das passt besser. Bis zum nächsten Mal.